Ey, 2 Stunden Arbeit, das war komplett wasted. Also Leute, macht das bloß nicht. Moin Leute, willkommen zurück zum neuen Elden Ring Video. Heute geht es darum, die Dung-Eater Asche auszuprobieren. Und dafür müssen wir die hier natürlich erstmal bekommen. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Ich habe dafür ein neues NG gestartet. Ich bin jetzt eine NG plus 3. Weil ich ja beim letzten Mal die Dung-Eater Questline schon beendet hatte. Dann geht das leider nicht mehr, sich die Dung-Eater Asche zu holen. Weil ihr dem Dung-Eater einen Todestrank geben müsst, den ihr von Seluvis bekommt. Wer meine das Video, was ich euch oben verlinke, geschaut hat, der weiß, wie die Seluvis Questline abläuft. Man kriegt einen Trank von ihm, den man eigentlich Rani geben soll. Und wenn man den Trank aber dem Dung-Eater gibt, dann, ich habe nur 20.000 Seelen, krass. Dann kriegt man die Dung-Eater Asche. Und die würde ich gerne mal ausprobieren. Wurde sich auch in den Kommentaren gewünscht. Deswegen sehen wir uns wieder, wenn ich... Ich weiß auch nicht. Vielleicht beim Dung-Eater, vielleicht wenn ich die erste böse Saat habe. Mal schauen. Also, bis gleich. So, dann brauche ich den... Ich brauche jetzt den Trank. Und dann geht's ab nach Laendell. Dem Dung-Eater erst einen Fluch des Saatbeets geben und dann den Trank. Das habe ich bisher auch noch nicht gemacht, da bin ich echt gespannt. Und ich bin gespannt, wie scheiße die Asche sein wird vom Dung-Eater. Die ist bestimmt nicht gut. So, jetzt muss ich hier genau eine Aufgabe. Ihr müsst eine Frau namens einen Trank verabreichen. Ja! Aufgabe an den. Gib mir den Trank. Perfekt. So, da habe ich den Trank. Ja, lass mich in Ruhe. So, einen Trank habe ich. Jetzt geht's ab nach Laendell. Von Aufzug. Wir nehmen die Abkürzung übers Altos Plateau. Von hier aus würde ich hier runter und dahin kommen. Okay, gut. Dann, ich muss die Abkürzung nehmen. Ich finde Laendell ist echt eine coole Hauptstadt. Das haben die echt. Haben die sich gut was überlegt. Die gefällt mir echt gut. Und jetzt gibt es die ultimative Abkürzung, Leute. Wenn ihr Laendell hier seid, könnt ihr da drauf springen. Hui. Und von hier aus, hui, aufs Dach. Dann seid ihr einfach direkt unten an der Abkürzung. Das heißt, ihr müsst auch gar nicht mehr den Fahrstuhl benutzen. Dann seid ihr direkt unten auf der Straße. Das ist so eine riesen Abkürzung. Aber ich muss ja jetzt in die Kanalisation. Mal ganz kurz gucken. Ich glaube, da vorne rechts, ne? 5K gibt es ja. Ist auch nicht schlecht. Ich meine, das war hier irgendwo. Hier ist ein Brunnen oder sowas, ne? Hier ist ein Brunnen. Hier muss ich runter. Ja. Ne, es gibt so. Ah, warte, hier ist der Weg. Ja, ich glaube, hier ist richtig. Du müsst den Brunnen runter. Naja, ich glaube, hier war das. Ach, da fällt mir ein, ich muss ja eh noch den Fluch des Saatbeets holen, aber dafür mache ich erstmal. Ich mache unten erstmal die Gnade und dann zeige ich euch, wo es Fluch des Saatbeets gibt, weil ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man, also man lässt ihn ja frei. Man lässt ihn frei und da muss man ihn, glaube ich, besiegen, ne? Ey. Wir schauen jetzt erstmal, ob er da ist. Na, ich gehe an. Nee. Erstmal gehe ich zum Roundtable. Weil im Roundtable muss man erstmal mit ihm. Wieso kann ich mich hier nicht porten?
wollte schon sagen. Danke dir. Dann zeige ich den Leuten jetzt erstmal, wo es Fluch des Sape jetzt gibt. Die ist nämlich auch chillig, easy. Also bevor ihr mit dem Dung Eater was weitermachen müsst, müsst ihr sowieso erstmal einen Fluch des Sapets haben, wie Skoppel mir gerade verraten hat. Und dafür müsst ihr hier wieder von der Gnade aus loslaufen. Der Weg ist auch echt chillig. Diesmal links rum. Ganz halt geradeaus. Und vorne in den... Hier vorne rein. Ich kann mal runterspringen. Hier rein, hier hoch. Den will ich auf jeden Fall mal besiegen. Hallo Nemo, danke für den Lurk. Boah, ich brauche auf jeden Fall mehr Gleichgewicht. Das fuckt mich so ab. Ich muss mal eine andere Rüstung wieder nehmen. Alter. Fuß ab jetzt genau hier. Den mal kurz killen. Danke für den Lurk, Sascha. Hier geht's runter. Und da oben könnt ihr sie eigentlich schon sehen. Da ist Fluch des Sapets. Einfach hier durchrennen. Dann müsst ihr die Treppe hochgehen. Könnt die Gegner einfach ignorieren. Einfach die Treppe nehmen. Dann hier hoch. Und da ist ein Fluch des Sapets. Und jetzt können wir wieder zurück zum Dung Eater. Und der sagt uns dann, dass wir zu seinem Körper können. Unter der Hauptstadt. Ah, und jetzt haben wir auch den Schlüssel. Von ihm kriegt man... Krass, was man von ihm den Schlüssel bekommen hat. Eigentlich gar keinen Sinn. Wieso hat er seinen eigenen Schlüssel zu seiner eigenen Zelle? Lul. Ist bestimmt noch eine Lore zu, die ganz spannend ist. Also hier raus, wieder links. Hier runter. Lore. Lore. Sorry. Ich bin halt einfach zu deutsch. Gibt es schon noch geile Lore zu. Erlanger kennt sie Lore nicht. Die Lore. Die ist einfach nochmal da, die Hand. Das ist ja nervig. Das war ein Gefängnis, genau. Killt mal die Hand da. So, und jetzt kann ich mich nicht porten. Perfekt. Und jetzt ist der Dung Eater hier. Dann muss ich erst zum Roten. Ich weiß nicht, ob ich erst zum Roten muss, aber hier ist auf jeden Fall der Dung Eater jetzt. Den muss man einmal besiegen. Und dann ist er in seinem Gefängnis wieder angekettet an einen Stuhl. Und ich denke, dann können wir ihm den Trank geben. So, Dung Eater. Ach nö. Dungfresser. Der Dungfresser. Milos Schwert. Jetzt können wir wieder
Ich glaube, wir können direkt wieder ins in den Untergrund gehen. Man muss ja nicht extra nochmal zum Roundtable und mit dem sprechen. Wieso ist eigentlich immer diese fucking Hand wieder hier? Ey, ich muss echt erst mit dem Roundtable sprechen. Ach, das ist doch nervig. Ach nö, jetzt kann ich hier wieder nicht wegporten. Da lag zwar ein Dunkel, Schmiedestein 7, aber egal. Also man muss doch erstmal hier hinporten. Nochmal mit dem labern. Aber ist ja gut, dass ich das mache, dann müsst ihr das nicht ausprobieren. So, und jetzt ist er wieder in der Kanalisation. So, kann ich dir jetzt den... Ah! Nein, ich bin der Dungfresser. Weiß nicht, wieso er sich noch bewegt, aber jetzt soll theoretisch bei Seluvis die Asche vom Dung-Eater zu finden sein. Ist der Dung-Eater hier? Das ist neu. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich bin einmal zu Rani gegangen, ich habe alle Zaubereien gekauft. Jetzt brauche ich 5 Sternlichtsplitter. Endlich habe ich sie. Jetzt, ich bin richtig gespannt, ehrlich gesagt. Was der macht als Hier, greif dir mal an. Oh, was macht der denn? So, 200 Schaden ist jetzt auch nicht so krass. Dafür, dass es so schwer ist, den zu bekommen, soll jetzt aber auch abgehen. Vielleicht auch ein schwieriger Gegner für den, ne? Besser wäre wahrscheinlich so ein Nahkampf. Oh! Okay. Alter. Mann, der trifft nicht, ne? Der Gegner da spielt gerade auch ein bisschen unfair, irgendwie. Er hat halt auch kein Schild oder so, ne? Komm, mach nochmal deine... Mach doch mal was. Sieht jetzt nicht so gut für ihn aus. Vielleicht ist der Gegner echt zu schwer für ihn. Das war's.
Ich versuche mal einen anderen Gegner. Vielleicht war der auch ein bisschen unfair. Jetzt geh aber mal ab. Ja. Also, der ist auf jeden Fall nicht besser als meine Mimik. So viel kann ich verraten. Ey, 2 Stunden Arbeit, das war komplett wasted. Also Leute, macht das bloß nicht. Vielleicht gibt es noch irgendeinen Used dafür, dass man den hat, aber Alter, der ist ja komplett nutzlos. Der hat halt das Problem, der weicht irgendwie nicht aus, aber er hat auch kein Schild. Also gegen ihn sieht es auf jeden Fall besser aus, aber... Ich weiß auch nicht. Viel Leben hat der auch nicht. Ich weiß ja nicht. Obwohl... Ah, hat der gerade Blutungsschaden gemacht? Ich glaube, er hat Blutungsschaden gemacht. Ja, okay, er macht Blutungsschaden. Das wäre schon gut, wenn ihr also ein Blutungsbild habt. Ich habe eine Blutungswaffe gerade dabei. Ah, cool, dass ich hier gar nichts eingesetzt habe. Clever. Also vielleicht, wenn ich Blutung mitmache. Vielleicht geht er dann ab, wenn ich noch ein bisschen Blutung mitmache. Ja, da war schon wieder Blutung. Oh. Vielleicht macht der Sinn, wenn ihr noch Blutung mit dabei habt. Ich weiß es nicht. Aber der beeindruckt mich echt gar nicht. Ja, das war's. Mehr kann ich zum Dung-Eater echt nicht sagen. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Gerne den Kanal abonnieren, was ja viele leider noch nicht gemacht haben. Und lasst mal unten in den Kommentaren wissen, wie ihr den findet. Also, ich glaube, der ist echt nutzlos. Die Arbeit kann man sich echt sparen. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein.